Tag, ich bin der Bat-Computer, aber Sie können mich auch Penny One nennen. Ich bin befugt, Sie als neue Mitglieder der Nightwatch zu rekrutieren. Meinem neuen Programm, das Batman helfen soll, die Verbrechen in Gotham City zu stoppen. Wie Sie wissen, hat Batman Zugang zu einigen der neuesten und fortschrittlichsten Technologien, die ihn bei seiner Verbrechensbekämpfung unterstützen. Und als Teil der Nightwatch sollten Sie alles über seine Gadgets wissen. Heute werde ich Ihnen die Vor- und Nachteile von Batmans Enterhakenwerfer zeigen, den er benutzt, um sich vor und nach brenzligen Situationen zu retten. Der Enterhakenwerfer unterscheidet sich sehr stark von allen anderen Geräten aus dem Arsenal des Dunklen Ritters. Doch wie funktioniert er? Nun, in einfachen Worten. Wenn der Abzug gedrückt wird, erwacht der Apparat zum Leben und schießt einen Haken und ein Kabel mit unglaublicher Kraft ab. Aber wo kommt diese Kraft her? Es ist sehr naheliegend. Aus der Luft, die Sie atmen. Lassen Sie mich erklären. Der Enterhakenwerfer ist mit einem pneumatischen Abschusssystem ausgestattet. Bei dieser Technik wird Luft in einer Hauptkammer komprimiert, die bei einem Schuss Projektile mit hoher Geschwindigkeit abfeuern kann. Das Militär verfügt über ähnliche Geräte, obwohl ich noch keinen Hakenwerfer gesehen habe, der so handlich und praktisch war wie der von Batman. Sehen wir uns nun das Kabel genauer an. Einverstanden? Das Batman-Kabel besteht aus einer festen Stahllegierung mit einer Länge von bis zu 60 Metern und ist stark genug, um 250 Kilo zu tragen. Batman wiegt vielleicht nicht so viel, aber ein zusätzlicher Spielraum ist wichtig, falls er einen unschuldigen Zivilisten in Sicherheit bringen muss oder einen großen, schweren Gegenstand transportiert. Wenn Batman das Kabel wieder einholen muss, verwendet er eine leistungsstarke Mikrowinde, die sich im Innern dieses Geräts befindet. Dadurch wird eine winzige Spindel aktiviert, die alles, was sie trägt, mit einem einfachen Knopfdruck schnell zurück- oder herausziehen kann. Aber nun zur eigentlichen Attraktion, dem Haken selbst. Wenn Sie genau hinsehen, können Sie kleine Zinken am Inneren des Hakens erkennen. Diese geben dem Gerät einen zusätzlichen Halt, der nützlich sein kann, wenn Sie versuchen, ein sich bewegendes Ziel einzufangen. Der Enterhakenwerfer kann sich im Notfall sogar auch von selbst lösen. Über die Anwendung der Gadgets zu sprechen ist leicht, sie aber effektiv zu benutzen ist wieder ein ganz anderes Thema. Wer den Enterhakenwerfer richtig einsetzen will, sollte zwei Dinge kennen. Erstens, das Gewicht des Hakens selbst und zweitens, den Abstand zwischen dem Haken und dem Gegenstand, an dem er sich befestigen soll. Da der Haken schwer ist und immer wieder auf den Boden fallen würde, muss ihn Batman stets höher richten, je weiter er fliegen soll. Das sind Berechnungen, die ich sofort durchführen könnte, aber Batman ist kein Computer wie ich. Er muss diese Messung stets in seinem Kopf durchdenken und das erfordert viel Übung und Intelligenz. Schließlich wird man nicht über Nacht Batman. Und das macht ihn ja auch so besonders. Zusätzlich zu dem Haken, den er in seinem Batgürtel trägt, hat er auch einen noch größeren und stärkeren in seinem Batmobil. Da der Haken auch an Laternenpfählen oder an Gebäuden schnell einrastet, kann er sehr nützlich sein, wenn Sie mit hoher Geschwindigkeit durch die engen Gassen von Gotham City fahren müssen. Der Enterhakenwerfer ist mit Sicherheit eines der wichtigsten Gadgets von Batman und ich hoffe, Sie haben heute etwas über das Handwerk und die Fähigkeiten gelernt, mit denen er eingesetzt wird. Bevor ich Sie vom Haken lasse, denken Sie daran, dass Sie immer Ihre Fähigkeiten einsetzen können, um kluge Entscheidungen zu treffen und die Welt zu einem besseren und sichereren Ort zu machen. Sie können sich jederzeit wieder in das Bat-Computer-Archiv einloggen, um sich über die neuesten Bat-Gadgets zu informieren. Und nicht vergessen, mehr Batman-Content finden Sie immer hier auf dem DC Kids Channel. Alle animierten Episoden, die in diesen Archiven zu sehen sind, sind als digitaler Download bei Warner Home Entertainment erhältlich.